Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ja, guten Morgen, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Annette Holschinker-Rettich. Ich bin Geschäftsführerin beim BAI und ich freue mich sehr, dass wir heute ein Webinar anbieten können zum Thema Auswirkungen der Corona-Krise auf Private Equity Secondaries, die Chance des Jahrzehnts, Fragezeichen. Ich freue mich sehr, dass der Herr Dr. Christian Böhler sich bereit erklärt hat, uns hier durch dieses Thema durchzuführen. Und bevor ich an ihn übergebe, möchte ich ganz kurz einen kleinen Ausblick geben auf andere Veranstaltungen, die noch kommen. Wir bleiben natürlich weiterhin im Webinarformat. Alles andere ist natürlich nicht möglich. Sie sehen hier, es kommt was zu ESG, aktuelle Herausforderungen bei der digitalen Umsetzung. Dann haben wir Auswirkungen der Corona-Krise auf Microfinance. Und wir gucken uns auch an die Asset-Klasse Private Equity Co-Investments, heute die Secondaries, dann die Co-Investments. Und am 18. Juni kommen dann auch Private Debt Secondaries. Also von daher kommen Sie gerne in unsere Webinare, melden Sie sich an. Wir freuen uns, wenn wir Sie auf diese Art und Weise wiedersehen oder wieder hören. Ja, kurz zum Thema. Nach Preqin, die Assets Under Management sind stetig gewachsen bei den Private Equity Secondaries. Man sieht, das ist ein größer, immer größer werdender Markt. Und einen weiteren Ausblick auch für 2020, den wird uns der Herr Dr. Böhler garantiert gleich geben. Die Frage ist ja immer, Secondaries, es muss einen Verkäufer haben, sonst funktioniert das Ganze nicht. Wo kommt das eigentlich her? Und man sieht also hier, dass der größte Anteil bei den Verkäufern die Fund-of-Fund-Manager sind. Aber natürlich sind zum Beispiel auch Public Pension Funds große Verkäufer und danach wird das Feld ein bisschen enger. Aber man sieht, es gibt eben viele Verkäufer, einige sind aktiver als andere. Aber auch da bin ich ganz sicher, dass der Herr Dr. Böhler noch genauer darauf eingehen wird. Hier nochmal eine Aufgliederung, welche Fondstypen wahrscheinlich verkauft werden in den nächsten 12 bis 24 Monaten. Und da sieht man, dass der größte Ausschlag bei Buyout ist. Das ist auch, denke ich, jetzt nicht so überraschend. Aber man kann hier auch sehen, dass es grundsätzlich durch alle Private Equity Formen sich zieht, das Secondary Business. Aber natürlich in einigen Fällen ausgeprägter als in anderen. Auch da bin ich ganz sicher, dass der Dr. Böhler noch genauer gleich drauf eingeht und seine Sicht dazu äußert, für welche Arten wir hier besondere Opportunitäten in den nächsten 12 Monaten sehen und warum das so ist. Ja, damit möchte ich übergeben an den Herrn Dr. Böhler. Ich freue mich sehr auf die Präsentation. Ihre Fragen schreiben Sie uns gerne. Und dann machen wir am Ende eine Q&A-Session. Ja, jetzt legen wir erstmal los, Herr Dr. Böhler. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Guten Morgen allerseits, Christian Böhler. Corona-Krise, das Hauptthema, glaube ich, die letzten 2-3 Monaten auf allen Kanälen, zu allen Uhrzeiten, wenn ich abends jeweils noch vor dem Zu-Bett-Gehen Markus Lanz schau in Deutschland. Ich glaube, seit 2 Monaten war jeden Abend war Corona ein Thema, immer wieder aus anderen Blickwinkeln, mit Virologen etc. Da wollen wir keine Ausnahme machen mit diesem Webinar, aber in der Einleitung angetönt, wir schauen die Auswirkungen auf dem Secondary Markt im Private Equity Geschäft an. Wir von Unigestion sind überzeugt, das ist eine Riesenchance. Erfahrung von vergangenen Krisen zeigen das. Und das wollen wir gerne heute in rund 40 Minuten erörtern. Das ist der Hauptteil eigentlich dieser Präsentation. Ich habe einleitend 2 kleinere Themenblöcke auch zum Thema Secondary. Ich mache einen ganz kurzen Theorieeinschub, den ich mir hier erlaube. Ich weiß, Sie sind alle professionelle Anleger, aber ich stelle immer wieder fest, es gibt viele Begrifflichkeiten im Secondary. Geschäft, Strukturierungsthemen, damit wir hier einfach einen gemeinsamen Nenner haben für die weiteren Ausführungen. Und dann werde ich auch ganz kurz darauf eingehen, wie wir bei Unigestion das Thema Secondaries anpacken, wie sind wir positioniert im Markt. Es gibt ja viele Spieler, auch verschiedene Größenordnungen etc. Da werde ich auch 2-3
Slides dazu sagen. Und am Schluss haben wir, wie einleitend angetönt, ein paar Minuten auch für Fragen. Kurz zu meiner Person. Da bitte ich mal runterzublättern auf die nächste Seite. Vielen Dank. Also ich co-leite das Secondary Team hier bei Unigestion. Mein geografischer Fokus ist Europa, sitze hier in Zürich. Ich habe einen Co-Head in New Jersey, USA, der das amerikanische und asiatische Geschäft macht. Und ich glaube, die wesentliche Information zu meinem CV ist, dass ich jetzt seit mittlerweile 16 Jahren im Private Equity Geschäft tätig bin, in verschiedenen Firmen, verschiedenen Funktionen auch, aber auch immer mit Secondaries begleitet habe. Und wir werden später sehen, dass eben Erfahrung durch Zyklen zu investieren, gerade auch im Secondary-Markt, sehr wichtig ist, um jetzt eben auch einschätzen zu können, wie sich die Opportunitäten in den nächsten 1 bis 2 Jahren darstellen. So, dann haben wir hier einleitend eine kurze Übersicht auch noch zu Unigestion. Unigestion kann man als Asset Management Boutique am besten charakterisieren. Hauptsitz in Genf. Wir haben etwa 20 Milliarden Assets under Management. Auch das natürlich eine schwankende Größe mit den Aktienmärkten. Global aufgestellt, 10 Niederlassungen, die größten in Genf. London ist eine große Präsenz und Zürich. 240 Mitarbeiter, etwa ein Drittel sind Anlageexperten. Ein spezialisierter Vermögensverwalter sind wir. Das heißt, wir haben primär 2 Themen, würde ich sagen. Das sind klassische Aktienfonds. Etwa 2 Drittel der Assets under Management und etwa ein Drittel sind Private Equity Fonds. Wichtig auch, Unigestion ist unabhängig. Also wir gehören nicht in eine größere Versicherungsgruppe oder Bankengruppe, sondern sie wird kontrolliert durch eine Stiftung, eine wohltätige Stiftung von der Gründerfamilie. Und dann je etwa ein Viertel wird gehalten von Geschäftsleitung und institutionellen Kunden. Und wir sind, klar, kundennah. Ich würde sagen, es ist etwa 50-50. Also 50% geht über maßgeschneiderte Mandate. 50% ist in Produkten, in Funds mit mehrheitlich institutionellen Investoren. Gut, dann kommen wir auf den angetönten kurzen Theorieeinschub. Sie sehen hier eine sehr farbige, leicht kompliziert aussehende Grafik. Die ist aber gar nicht so kompliziert, weil sie stellt eigentlich hier die Dreistufigkeit des Private Equity Geschäfts dar. Sie haben oben LP, die Limited Partners, also institutionelle Investoren, in der Mitte die Fonds. Die Private Equity Fonds selber, unten die Co's, die Companies, also die Portfolio Companies, das eigentliche Ziel von Private Equity investieren. Jetzt, was wir hier zeigen, sind eigentlich die 2 Grundarten von Sekundärmarkttransaktionen in Private Equity. Sie haben oben, was wir hier nennen, Upstairs, das ist der klassische Fondshandel, das Fondstrading. Also man kauft einen Anteil in einem Fonds oder ein ganzes Portfolio. Oder eine sogenannte Staple-Transaktion, dann ist das verbunden mit einem Commitment in einen neuen Fonds, ein Tender-Offer, wo ein Angebot an alle bestehenden Investoren macht. Also gibt es verschiedene Spielarten. Das ist das traditionelle Secondary-Markt-Geschäft, volumenmäßig etwa 70% im vergangenen Jahr, der Fondshandel, kann man sagen. Ne? So, und jetzt ein Emerging-Segment ist das Downstairs-Segment, wenn Sie unten schauen, im Gegensatz zu oben findet hier die Transaktion auf Stufe Portfolio-Firmen statt. Da werden Einzelfirmen, Portfolien an Firmen oder Anteile an den Firmen, Strips, in neue Strukturen verschoben. Hier der rote Fonds. Sinn und Zweck ist eigentlich da oft eine Fondsrestrukturierung. Man will ein Tailend oder ein Asset, das noch Zeit braucht, kann man sagen, um sich zu entwickeln, eine neue Chance geben, ja, oder eine neue Heimat. Die neue Heimat, der neue Fonds ist durch Sekundärgeld finanziert, hat dann auch wieder verschiedene Spielarten. Wenn man den alten Fondsmanager wieder installiert, dann spricht man von Fondsrestrukturierung. Neuen Fondsmanager werden eine direkte Sekundärmarkttransaktion. So, das ist hier der grobe Überblick. Ich bitte Sie, diesen Chart ein bisschen im Hinterkopf zu halten in den weiteren Ausführungen. Ich werde immer mal wieder eine Referenz machen, Upstairs, Downstairs, Downstairs hier, die strukturierten das Upstairs oben. Dann haben wir ganz kurz Secondary-Markt-Geschäft, Gründe für Kauf und Verkauf. Also hier
wieso Sekundärmarkt investieren. Auf der Zeitachse, sie steigen typischerweise irgendwo im Jahr zwischen Jahr 4 und 6 ein. Sie haben zwei Effekte. Links, sie umgehen die hohen Kosten zu Beginn, Setup-Kosten, J-Curve, wie Sie kennen. Rechts sind natürlich die Cash-Zyklen kürzer. Man hat höhere IRRs und kürzere Rücklaufzeiten. Das ist die schöne Beauty am Secondary-Markt investieren. Wo es einen Käufer gibt, muss es einen Verkäufer geben. Da komme ich kurz auf den nächsten Slide drauf. Was ist die ökonomische Überlegung eines Verkäufers? Hier auch relativ simpel dargestellt. Aus ökonomischer Sicht wird er sich immer fragen, halten, da sind wir links, hold to maturity, oder verkaufen. In dem Beispiel haben wir hier einen Fonds. Das war ein Pricing, das wir bekommen hatten, 60% Prämie zum NAV, wo man zu diesem Preis einloggen konnte oder kann. Das gibt 1,7 mal Geld und links halten, logischerweise mit Unsicherheit verbunden. Sehr guter Case, geht höher. Wenn es ganz schlecht kommt, sind wir sogar tiefer, als wenn wir verkaufen. Frage ist immer auch natürlich, wenn ich verkaufe, was mache ich dann mit diesem Geld? So, das wäre kurz, ganz kurz der theoretische Abriss. Jetzt würden wir in die zweite, mit der nächsten Folie, zweite einleitende Teil kommen, wo ich kurz nochmals erläutere, was wir bei Unigestion im Sekundärmarkt machen. Wir sind fokussiert auf kleinere Transaktionen, wir sagen hier bis 50 Millionen. Sie wissen das, der Sekundärmarkt, da gibt es Multimilliardenfonds, die sehr große Transaktionen machen, also das ist eher ein kleines Segment. Wir machen sowohl Fondsanteile wie auch GP-geführte Transaktionen, also Upstairs und Downstairs in der einleitenden Folie. Kleines Team, 8 Leute, aber integriert in eine breite Plattform. Also da gibt es Leute, die machen Primaries, Directs und da gibt es natürlich viele Synergien im Sourcen und auch in der Execution. Sie sehen unsere Langzeitrendite, Track Record 24%. Das ist ein sehr guter Wert, aber Sie sehen, dass Secondary-Markt investieren ist vor allem ein IRR-getriebenes Geschäft. Multiple auch schön, aber vor allem attraktive IRRs. Und eben, was wir behaupten dürfen von Unigestion seit den letzten 20 Jahren, durch verschiedene Zyklen und Krisen investiert, angefangen, Ausläufer der Technologieblase, dann die Finanzkrise und dann auch jüngst die Euro-Krise. Auf dem nächsten Slide haben wir das, was ich jetzt vom Zyklus gesagt habe, eigentlich nochmal ähnlich dargestellt. Man kann hier, sage ich mal, drei Zeitfenster definieren oder kategorisieren. Ich würde sagen, bis 13, bis und mit den längeren Ausläufen der Finanzkrise war der Sekundärmarkt sehr stark beherrscht durch traditionelle Fondsanteile, Fondshandel, Upstairs. Da waren auch wir sehr aktiv. Da gab es höhere Discounts auch aus der Finanzkrise heraus, etc. Ich würde sagen, so ab 13, 14 hat sich der Markt insofern ein bisschen gewandelt, dass er immer kompetitiver wurde. Mehr Geld ist reingeflossen. In die Fondsanteile, Secondary Markt, ist sehr preislich sehr hoch geworden. Wir haben uns dann strategisch eher in die Nischen der kleinen Restrukturierung, maßgeschneiderte Liquiditätslösungen bewegt. Ich habe nachher ein Beispiel auch dazu. Das ist so also der Kernfokus die letzten 4 bis 5 Jahre. Und jetzt mit Corona sind wir eigentlich vor der nächsten Phase. Das ist sicher mit der Krise vor uns, da komme ich später, wo jetzt die Opportunitäten eben liegen, da wird sicher wieder Verschiebungen geben, auch von der Attraktivität her, der Typen von Deals. Sie sehen auch, wir lancieren jetzt unseren neuesten Secondary-Fonds, USEC 5, der jetzt am Start ist, der wird sich dann genau auf diese Opportunitäten, die wir jetzt sehen, wo ich gleich drauf komme, fokussieren können. Was wir auf der nächsten Slide noch abschließend haben, ist jetzt aus dieser Phase ab 14, ein typisches strukturiertes Beispiel, das wir im Jahre 2017 gemacht haben. Sie sehen, das ist mit einem Fondsmanager der Dubak, der ist in München domiziliert. Das ist ein Turnaround-Manager, der war historisch nicht traditionell organisiert, sprich, das war eigentlich eine Investment-Holding Evergreen aufgesetzt mit nur 3 Investoren. Der eine Investor war der Managing Partner von Dubak selber, die anderen 2 waren private Vermögende und die privaten Vermögenden wollten Liquidität raus aus dieser Struktur. Die Dubak hat dann versucht, dieses Portfolio, was Sie links sehen, die 4 oberen Firmen, am Direktsekundärmarkt abzukaufen über einen organisierten M&A-Prozess.
Das ist gescheitert aufgrund der Preiserwartungen. Wir hatten das an der Seitenlinie verfolgt, diesen Prozess. Preiserwartungen der Investoren oder der von DUBAG war sehr hoch. Wir sind dann hingegangen mit DUBAG und haben hier eine Alternative entwickelt, eben mehr eine Fondsrestrukturierung, wo wir gesagt haben, ja, wir installieren einen neuen Fonds, der die vier Firmen übernimmt, so notabene einen wesentlich tieferen Preis, als die Erwartung war vorher in der Direktmarkttransaktion. Wir installieren DUBAG erneut als Fondsmanager für das Weitermanagen dieser vier Firmen und der Herr Schumann heißt er, der Managing Partner von DUBAG, da er ja ein Drittel besessen hatte von der Altstruktur, musste auch einen wesentlichen Teil seiner Erträge oder Proceeds in die neue Struktur rüberrollen. Endresultat, eine klassische Fondsstruktur, 50 Millionen groß, von den vier Firmen, die Sie oben links sehen, haben heute zwei geexitet, MMC, prominentes TV-Studio in Köln, die produzieren alle größeren Fernsehsendungen in Deutschland, wie Deutschland sucht den Superstar und grillt den Hänsler und so weiter, das wird da produziert, wurde geexitet und dann auch Loma Farm wurde ein Contract Manufacturer für Biotechnologie, wurde nach Japan verkauft, also für uns heute sehr gute Performance. Was auch wichtig ist, nicht nur Performance hier, ich würde sagen, das ist schon fast ein transformierender Deal, also wirklich Win-Win-Win. DUBAG konnte durch die Sekundärmarkttransaktion sich als klassischen Fondsmanager etablieren mit einer klassischen Fondsstruktur und hat mittlerweile auch Fonds 2 gerät, einen normalen institutionellen Fonds. Also mit Private Equity Secondaries in dieser Art kann man einerseits gute Returns erzielen, andererseits hilft auch nicht klassisch organisierten Private Equity in diesem Fall, sich in die klassische Limited Partnership Strukturen hinüber zu bewegen. Gut, jetzt kommen wir zum nächsten Themenblock, dem eigentlichen Hauptthemenblock, nach diesen mehr oder weniger einführenden Themen. Also seit Q1, Covid-19 ist in aller Munde, das Thema auch hier im Sekundärmarkt. Wir haben welchen Einfluss auf Preise und Volumen. Also wir haben, stellen mal fest, und das kennen Sie, Bewertung im Private Equity hat eine große Zeitverzögerung. Wir sind heute im Sekundärmarkt immer noch mit Referenzen von Q4 2019 unterwegs. Langsam geht es auf Q1 über. Aber da können Sie sich vorstellen, es gibt eine große Abkoppelung der Referenzbewertung in den Büchern zur aktuellen Situation. Das ist mal ein Problem, generisch, bei der Bewertung von Sekundärmarkttransaktionen momentan. Das heißt, auch wenn ich heute kaufe, wenn ich kaufe und noch auf Q4 19 referenziere, muss ich logischerweise zwingend einen mehr oder weniger großen Abschlag haben, weil ich weiß, Q1, Q2 wird schlechter sein. Das ist mal eine Aussage. Dann, was wir gesehen haben im Markt, sind das Transaktionen, die so Q1, Ende Q1 schon unterschrieben waren oder in Exklusivität waren, wurden durch den massiven Impact Mitte März dann irgendwann beim Lockdown, wurden viele dann nicht gemacht. Ja, man hat Force Majeure oder Mac Clauses angerufen, also vieles wurde einfach nicht transacted. Das hat man festgestellt, vor allem bei größeren Transaktionen. Und was man weiterführen jetzt in den nächsten 2-3 Monaten seit Mitte März feststellen kann, ist, Zeichnungsumfeld sehr schwierig, das hängt mit dieser Bewertungsunsicherheit und Entkoppelungen auf alles ab. Ich würde sagen, viele Spieler, gerade große auch, die große Transaktionen machen, sind on hold. Also die preisen vielleicht, aber die transacten nicht, die Unsicherheiten sind zu groß in den Q4-Zahlen, auch Q1-Zahlen. Man wartet, man ist in Lauerstellung, mindestens auf Q1, aber wir sehen jetzt Q1-Zahlen, die jetzt kommen, die haben diese Anpassung noch nicht voll drin, können Sie sich vorstellen, weil erst Mitte März ist da der Lockdown gekommen. Also das wird noch bis Q2, wenn nicht Q3 gehen, bis man hier wieder Bewertungsnormalität auch in den Büchern hat und dann auch der Markt sich sehr stark wieder öffnet. Jetzt, wenn wir auf der nächsten Folie einen historischen Vergleich wagen zur Finanzkrise, hier sehen Sie Volumen und Preise in der Finanzkrise. Dann sehen Sie Volumen 2009 zusammengerechnet 10 Milliarden, das war ein Einbruch von 50% 2009
Und die Preise sehen Sie, erstes Halbjahr 2009 60% eingebrochen. Jetzt, wenn wir da den Vergleich ziehen, was ist anders heute? Heute sind, würde ich sagen, zwei Sachen primär anders. Damals war es eine Finanzkrise und es waren primär Banken, die sofort in den Distressed Mode kamen und die eigentlich auf die Hauptverkäuferschaft dann waren, 2009 insbesondere, um ihre Private Equity Assets von den Bilanzen, noch stelle man sich vor, damals zu verkaufen. Also es gab viel Stress, das waren forcierte Verkäufer. Das hat die Preise extra noch nach unten getrieben. Also unsere Voraussage ist, dass Hallo? Roland, guckst du mal, ob alles steht? Ich höre den Herrn Dr. Böhler nicht mehr. Ja, kann ich nichts dran ändern. Herr Dr. Böhler, müssten Sie sich nochmal neu einwählen? Sie sind irgendwie rausgeflogen. Versuchen Sie es bitte nochmal. Ja, solange wir auf den Dr. Böhler warten, vielleicht nochmal folgender Hinweis. Wie geht es mit den Webinaren? Da sage ich vielleicht mal allgemein was zu. Also wer bei uns Mitglied ist, kann mich zum Beispiel gerne ansprechen, wenn ein Webinar gewünscht ist. Dann gucken wir, wie das zeitlich und thematisch bei uns reinpasst. Wer sich als Teilnehmer informieren will über Webinare, der kann das entweder auf unserer Homepage tun oder er kann sich auch für unsere Rundmails anmelden. Dann kommt immer automatisch, wenn es ein neues Webinar gibt. Das ist also auch eine gute Möglichkeit. Denn ich denke auch, in den nächsten Monaten sind wir leider gezwungen, weiter rein mit den Webinaren zu arbeiten. Aber ich hoffe natürlich, dass irgendwann wir auch immer wieder einen Modus erreichen, wo man sich sehen kann, wo wir wie früher unsere BAI Insights machen können. Das sind Nachmittagsveranstaltungen, wo dann auch immer Gelegenheit ist für persönliches Networking. Das hoffe ich sehr, dass das bald wiederkommt. Und ja, was natürlich auch schon in Ihren Kalendern stehen sollte, ist die Antwort. Ja, hallo, ich bin wieder zurück. Ich hatte hier ein technisches Problem mit dem Telefon. Tut mir leid. Herr Dr. Böhler, ich habe so ein bisschen hier den Pausenfüller gemacht. Ja, super. Sorry, das Telefon ist plötzlich gestiegen. Kann passieren. Im nächsten Jahr, dafür gibt es schon einen Termin und tragen Sie sich das gerne ein. Also wenn wir uns bis dahin persönlich nicht sehen, dann hoffentlich dann. So, und jetzt macht der Herr Dr. Böhler weiter. Viel Spaß weiterhin. Ja, okay, super. Das war dann ein gut genutzter Break. Ich glaube, die Ausführungen hier zum Vergleich mit der Finanzkrise hat man noch gehört. Wenn wir dann auf die nächste Seite gehen, genau, also wir haben jetzt hier die Preisentwicklung nochmals in der ganzen Länge, 20 Jahre. Sie sind den Dip 2009, den man gehabt hatte. In der weiteren Preisentwicklung sehen Sie, interessanter Punkt, Datenpunkt ist auch 2014. Sie sehen da, dass das Preislevel zwischen Buyout und Venture immer auch ein bisschen Gap ist. Also Venture-Preis typischerweise 20% tiefer. Ein weiterer interessanter Punkt ist 18, 19, wo eigentlich in Boomjahren an den Aktienmärkten die Preise nochmals leicht gesunken sind. Das hat damit zu tun, dass da viel hochvolumige Vintage Years 06, 07 in den Markt gekommen sind als Tailends. Tailends, sehr tailändische Fonds traden zu wesentlich tieferen Preisen. Und jetzt eben ein Ausblick, unsere erwartete Preisreduktion ist im Bereich 25 bis 50%. Das hängt eben technisch, wie erwähnt, sehr stark vom Referenz-NAV ab. Solange wir auf Q4 preisen, sind diese Diskonts sehr hoch. Wenn dann mit Q1, 2, 3 sich die Bewertungen in den Büchern den aktuellen Gegebenheiten anpassen, werden die Diskonts auch wieder tiefer. Aber eben, wie gesagt, von der letzten Folie her, wir rechnen aufgrund, dass wir nicht so viel oder keine Distressed Sellers jetzt sehen, Banken und auch auf der Käuferschaft viel mehr Dry Powder vorhanden ist und die Leute wahrscheinlich mutiger investieren werden als bei der Finanzkrise, dass der Price Gap nicht so hoch sein wird. Dann von den Volumen her auf der nächsten.
Herr Dr. Böhler, Sie sind leider wieder verloren gegangen. Sie müssten sich noch mal einwählen, bitte. Das wäre nett. Das tut mir jetzt leid, aber wir warten gerne auf den Dr. Böhler. Der ist bestimmt gleich wieder bei uns. Aber ich nutze auch noch mal die Zeit. Ich hatte eben gesprochen, die Mitglieder, wie die zu ihren Webinaren kommen. Ich möchte aber auch gerne alle Investoren, die hier im Call sind, bitten, wenn es Wünsche seitens der institutionellen Investoren gibt, dass sie sagen, mach doch mal ein Webinar über was auch immer, dann bin ich gerne zu Gesprächen bereit. Rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie eine kurze E-Mail. Das ist für uns als Verband auch immer sehr interessant, wenn es da Wünsche gibt zu bestimmten Themen. Also zögern Sie nicht. Rufen Sie mich gerne an und im Moment auch Homeoffice-bedingt am liebsten immer unter meiner Handynummer. Aber Sie sehen, da haben das auf den ersten Folien drauf oder auf die Normalnummer, das funktioniert genauso oder per E-Mail, also das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, der Herr Dr. Ja, Böhler. hallo, ich bin zurück. Also ich hatte ein Problem. Unsere Fixlinie, das Telefon scheint hier nicht zu funktionieren. Ich habe mich jetzt auf Mobile eingewählt. Ich hoffe, das hält jetzt dieses Mal. Wir können Sie Ja, hören, Sie dann wird. können Dr. Ja, Böhler. wunderbar, dann mache ich hier gleich weiter. Genau, also entschuldigen Sie diese Unterbrüche. Wir sind bei den Volumen. Volumen, Seite 13, Sie sehen, Segremarkt-Geschäft war das stärkste wachsende Segment, im Equity-Geschäft, 88 Milliarden. Natürlich, jetzt ein Einbruch. Sie sehen rechts, das sind aus einer Intermediärumfrage, die erwarten Volumen, ich glaube, im Schnitt sind so 50 Milliarden angedacht, also ein Einbruch von 30 bis 40%. Der teilt sich natürlich auf. Erstes Halbjahr 2000. 20, da werden wir sehr tiefe Volumen sehen, aufgrund dieser On-Hold-Thematik des Marktes, wahrscheinlich 10 bis 15 Milliarden nur. Und im zweiten Halbjahr erwartet man hier eine wesentliche Erholung, so dass vielleicht der Gesamtmarkt für 2020 bei 50 Milliarden liegen wird. Unten sehen Sie die erwartete Entwicklung der Arten der Deals, sogenannte Cheap-Deals oder strukturierte Deals. Das war das größte wachsende Segment. Sie sehen, das waren rund 30% des Gesamtmarktes 2000. 19, da ist die Erwartung auch deutlich tiefer. Ich denke, zum Schnitt, Sie sehen von den Umfragewerten wahrscheinlich so 15 bis 20%. Ich komme später darauf, wieso das so zurückgeht und welche Arten von Titel wir heute sehen werden. So, dann haben wir eigentlich auf der nächsten Slide jetzt, wo liegen die Opportunitäten in den nächsten 24 Monaten. Wir haben drei Gruppen, die oberen drei blauen, hellblauen, da sprechen wir reife Fondsanteile an, die mehr als 50 oder 60% finanziert sind, oder gezogen sind. Dann das rote sind Early Secondaries, 20 bis 50% finanziert. Und dann eben Downstairs, die cheaply geführten Transaktionen. Da auch große Opportunitäten. Bei den reifen Fondsbeteiligungen haben Sie Herr Dr. Böhler, wir können Sie nicht mehr hören. Ob Sie es nochmal versuchen, bitte? Ja, das tut mir leid für die Zuhörer. Ich weiß nicht, sonst läuft das ja immer gut. Heute haben wir hier irgendwie ein technisches Problem. Das tut mir leid. Bleiben Sie dran. Es geht bestimmt jeden Moment weiter. Das kriegen wir hier irgendwie schon noch hin. Warten wir gerne ab. Aber vielleicht in der Zwischenzeit, wenn Sie überlegen, was Sie noch für Fragen haben an den Herrn Dr. Böhler, dann schicken Sie uns gerne diese über das Fragetool auf der GoTo-Plattform. Wir nehmen diese Fragen dann gerne nachher auf. Falls es mehr Fragen sind, als wir beantworten können, können die im Nachhinein dann auch natürlich bilateral mit dem Herrn Dr. Böhler noch aufgenommen werden. Also wie gesagt, schicken Sie uns gerne Ihre Fragen, wir nehmen die gerne auf. So, jetzt warten wir noch einen Moment. Noch kann ich den Herrn Dr. Böhler hören. Da ist er. Ja, ich bin wieder zurück. Also, es tut mir leid, ich scheine hier in-house da Probleme zu haben mit dem Telefon. Ich bin jetzt wieder da. Ich hoffe, es hält mal ein bisschen länger. Es scheinen da immer Gut. wieder alle Minuten rauszufallen. Genau, also wir waren bei den Opportunitäten. Und die hohen Abschläge, klar, das ist verbunden mit der Referenz. Wir haben es gesehen im Pricing Chart. Also Q4 werden hohe Abschläge zeigen.
Wenn wir weitergehen mit den Referenz-NAVs Q1, Q2, Q3, wo die Bewertungen sich anpassen werden, werden die Abschläge tiefer. Das ist ganz, ganz klar. Wir müssen natürlich bei, sage ich mal, bei den weiterführenden Quartalsdaten müssen wir schauen, oder wäre schön, im sogenannten Inflection Point, also wenn das wirklich verfolgen, wo die Bewertungen sich dann auf den Grund bewegen, dass man möglichst tief einsteigen kann. Das ist auch schön, neben hohen Discounts, die Sie nach zu Q4 haben. Wenn Sie auf Q4 preisen, ist das einfach die Problematik, dass Sie diese Bewertungsunsicherheit inhärent behalten. Das lösen wir oft heute mit relativ simplen Earnout-Strukturen, also wenn wir preisen auf tiefen, relativ tiefen Niveau preisen und dann mit dem Verkäufer das Upside im Prinzip teilen. Ja, das ist eine Möglichkeit hier. Auf der Verkäuferseite sehen wir Verkäufe durch Spann auf der institutionellen Seite, also von Pensionskassen, Versicherungen, Endowments, auch Privatanleger. Alle sind in der jetzigen Situation, wo die Aktienmärkte derart stark korrigiert haben, mit Portfolio-Management, Ausgleich in Portfolien, Denominatoreffekten und so weiter konfrontiert. Wenn Sie an Versicherungen denken, die sehr stark betroffen sind aktuell, auch auf ihren Aktienportfolien und so weiter. Also werden wir, ich sag mal, sehr motivierte Verkäufer sehen. Wir sehen noch keine, ich sag mal, Distressed-Verkäufe wie in der Finanzkrise, Banken, die haben ja die Mehrheit auch verkauft, aber sehr motivierte Umschichtungen, die da mittelfristig kommen. Dann das Sekundärmarktgeschäft selber ist auch charakterisiert, dass es in der jüngeren Vergangenheit viel Leverage im eigenen System hatte. Also viele der Deals wurden geleveraged mit Bankverbindlichkeiten oder overcommitted oder mit Deferred Payments belegt. Also auch hier würden wir mittelfristig, wenn dann kommenden Tests anstehen mit den Banken, würden wir Dealflow unter Umständen erwarten aufgrund dieser Situation, wenn sich die Bewertungen sehr stark nach unten bewegen. Dann die frühen Sekundärmarktanlagen sind 20-50% finanziert. Da ist die Logik, dass Investoren, die eben mit vielleicht Margin Calls konfrontiert sind oder Umschichtungen, dass die offenen Commitments loswerden wollen. Die als Käufer ist da die Idee, das günstig übernehmen zu können. Wir fokussieren uns da vor allem dann auf GPs, Fondsmanager, die auch einen hohen strategischen Wert für uns haben. Und da haben wir in der Vergangenheit auch einiges, kann man ein schönes Portfolio aufbauen, haben später auch eine Fallstudie dazu. Das ist ein anderes Segment im Prinzip. Und dann unten die GP-geführten Transaktionen. Wie wir gesehen haben, Statistik wird es weniger sein, weil, ich sag mal, die klassischen Fondsrestrukturierungen oder die klassischen sogenannten Single Continuation Funds, die sind einerseits, ein bisschen, hat man Restriktionen bei der Due Diligence, man kann die nicht besuchen zum Teil. Andererseits muss man sagen, der Markt in dem Segment wurde stark getrieben auch ein bisschen zu nice to have Deals. Kann man schon was sagen, man hat viele Fonds restrukturiert oder viele Assets in neue Strukturen verschoben, was jetzt nicht zwingend notwendig war. Es war zum Teil ein bisschen sogar von Intermediären getrieben oder von der Käuferschaft. Das fällt alles mal weg, würde ich sagen, die nächsten 1-2 Jahre. Was wir da sehen, sind strukturierte Deals, wo es eigentlich um den Support der aktuellen Portfolios geht. Weil alle Portfolien sind irgendwo am Leiden oder ein Teil davon zumindest. Die brauchen frisches Geld. Das sind neuartige Strukturen dann auch. Da sprechen wir eher zum Beispiel von einem Top-Up-Fund, also Erhöhung des aktuellen Fonds, ein Sidecar, wo man das nebenhin stellt und dann in die bestehenden Portfolien investiert oder ein Teil der Firmen wird abverkauft und dann schafft der Fonds Liquidität oder auch Preferred Equity Strukturen, die da sehr beliebt sind. Also da gibt es ein bisschen eine Verschiebung in andere Arten von Deals. Auch später habe ich hier ein Beispiel. So, dann kommen wir auf der nächsten Seite genau zu 3-4 Beispielen aus der Historie, wo wir sehen heute schon in der Pipeline, dass diese Arten von Deals jetzt wieder imminent werden. Der erste hier Seite 15, ganz klassisch Finanzkrise, Single Asset Stakes zu einem hohen Discount. Das war ein Osteuropa-Fonds, CI-Fonds. Wir waren bestehender Investor. Der war 60% finanziert, technisch 90%, weil die Investitionsperiode
war schon zu Ende. Wir befinden uns hier im Jahre 2009. Verkäufer, große niederländische Bank, hatte gerade Merger dann auch hinter sich. Die Nationalbank von Niederlande hat die dann eigentlich aufgefordert, ihre Private Equity Holdings zu verkaufen. Wir waren der einzige wesentlich institutionelle Co-Investor mit dieser Bank und haben so bilateral einen hohen Abschlag, 60% aushandeln können. Sie sehen, hervorragende Rendite, 2,3 mal Geld. Heute ist der Fonds liquidiert und auch das Portfolio, das war nicht nur der hohe Abschlag, das war auch ein sehr attraktives Portfolio, ein Growth-Portfolio, vor allem mit Softwarefirmen drin. Das hat sich sehr gut ausgezahlt. Das nächste Beispiel ist auf der Zeitachse ein bisschen später. Ich würde sagen, die Euro-Krise kann man sagen, Ausläufer der Finanzkrise 2013. Das war eine spanische Savings Bank, also Sparkasse, da gab es viel Konsolidierung im spanischen Markt für Sparkasse zu der Zeit. Die Nationalbank von Spanien hat ihnen auch wirklich schon fast befohlen, jegliches Private Equity auf den Büchern abzuverkaufen. Das war damals ein Portfolio von 30 Fonds. Das im September 2013 wurde der Prozess gestartet und Ende Jahr musste der Prozess durchgezogen sein, also sehr knappe Zeitlinie. Wir hatten dann schnell die Diligence-Team zusammengestellt, wir hatten einen Berater vor Ort in Spanien, der hat so ein bisschen die kleinen, teiligen, lokalen Fonds angeschaut. Das war nur ein Spanien-Portfolio von 30 Fonds. Wir kannten wahrscheinlich 10 Fonds, die größeren Positionen, konnten hier sehr großen Abschlag aushandeln, 57%. Und Sie sehen das Resultat, 2,5 mal Rendite. Hier hatten wir ein bisschen das Glück des Tüchtigen, weil unser Base Case 2013 war nur, sag ich mal, zweimal Geld. Womit wir nicht gerechnet hatten beim Eintritt, war diese rasche Erholung von Spanien, wie Sie wissen. Dann ab 14 ist Spanien wieder sehr stark geboomt. Also hatten wir eigentlich unerwarteterweise zusätzlich noch Rückenwind, der uns neben dem hohen Discount auch noch Rendite generiert hat. Das nächste Beispiel, das ist ein Beispiel eines Early Secondaries, ja, 20% finanziert, Finanzkrise, auch ganz typisch, Benelux Fund. Das war ein Fonds, den hatten wir schon lange auf dem Radar, wir kannten GP gut. Der GP hat uns dann aufmerksam gemacht auf einen Verkäufer, belgisches Family Office, wollte da raus. Wir hatten eben dieses strategische Interesse an diesem GP, hoher Abschlag, deutlich unter Kosten, 50% eingestiegen, schönes Portfolio da schon, 3-4 Firmen zu dem Zeitpunkt. Finales Ergebnis 2,3, 10 Jahre später wurde der Fonds liquidiert. Ich glaube, zwei Beobachtungen hier. Logisch, das ist ein Early Secondary, hier die Rendite war nur teilweise getrieben durch den Secondary Deal, aber zumindest teilweise, also 20% waren finanziert. Und zweitens, eben, das war jetzt ein GP, wo wir hohes strategisches Interesse hatten und basierend auf diesem Early Secondary sind wir dann auch in alle Nachfolgefonds wieder mitgezogen. Und das hat eine langfristige GP-Beziehung begründet. Und dann noch das letzte Beispiel auf der nächsten Seite. Das wäre jetzt auch noch ein schönes Beispiel zu einem mehr strukturierten Deal, wo es eben um den Support eines Portfolios geht. Das ist ein jüngeres Beispiel aus dem Jahre 2018. Amerikanischer Wachstum Growth Fund, der hatte ein breites Portfolio. Wir sind da hingegangen und haben mit ihm zusammen quasi 6-7 Firmen selektioniert, die aus unserer Sicht sehr stark waren oder sehr stark gewachsen waren und die aber auch Finanzierungsbedarf hatten. Da sprechen wir von Wachstumsfinanzierung, also Growth Financing, Finanzierungsrunden, ja. Also man hat definiert ein Sidecar, knapp 15 Millionen, der dann in diese Finanzierungsrunde nachlegt, weil der bestehende Fonds keine Kapazität mehr hatte. Wichtig in der Analyse war auch, man hat eigentlich gesehen, dass es da ein Asset gab, Biotechnologiefirma, die schon 80 Millionen Umsatz machte, schon sehr profitabel war und dass das ein Early Exit sein konnte. Das ist dann auch passiert. Die Firma ist in 18 Monaten nochmals 50% gewachsen seit dem Einstieg, wurde dann verkauft an einen Strategen und hat uns 11 Mal Geld gebracht hier nur auf dieser Linie.
sehr schöner Early Exit und gesamthaft steht der Fonds nach 2 Jahren, also unser Secondär Sidecar Investment, bei 2x Geld. Voilà, ich glaube, das wäre so mehr oder weniger das gewesen, bevor wir zum Fazit kommen, nach ein bisschen einer holprigen Telefonleitung unsererseits, darf ich jetzt trotzdem hier das Fazit ziehen, 3, 4 Punkte, also in Anbetracht der anstehenden großen Opportunität, die wir jetzt sehen. Ich glaube, wir haben es erörtert gemeinsam, wie der Markt sich darstellt, wie er sich entwickeln wird, preislich, volumentechnisch, und wo wir die Opportunitäten sehen, in welchen Arten. Und ich kann heute bestätigen, Stand, sag mal, 2, 3 Monate nach dem Lockdown, unsere Pipeline jetzt für Secondary-Markt-Transaktionen ist übervoll, ja, ist übervoll. Und da, beim ersten Punkt, gibt es eben einen Unterschied zwischen dem kleineren Segment und dem größeren Segment. Also was wir da gesehen haben, ist, dass das große Segment vor allem, ich spreche hier von mehreren 100 Millionen Transaktionsvolumen, nehmen Sie eine größere Pensionskasse, die 500 Millionen Private Equity umschichten will, und dann haben Sie einen großen Käufer logischerweise dagegen, die werden jetzt warten. Die müssen warten bis Q2, vielleicht sogar Q3, bis die Bücher sich angepasst haben. Das ist im kleinen Segment, wo wir unterwegs sind, nicht der Fall. Da haben Sie viel schnellere, sage ich mal, Anpassungen. Es gibt viel mehr kleinere opportunistische Verkäufer, die vielleicht links oder rechts mal einen kleinen Stake in einem Fonds verkaufen wollen. Und auch auf der GP geführten Transaktionsseite würde ich auch sagen, ist der Markt viel, viel schneller hier, sich an die Gegebenheiten anzupassen. Wir kriegen sehr viele Anfragen und Proposals auf den Tisch, wo es eben jetzt darum geht, diese Portfolien zu unterstützen oder zusätzliches Geld über Sekundärtransaktionen zu generieren, um weiter in Wachstumsfirmen zu investieren, etc. etc. Also da diese Unterscheidung, großes, kleines Segment, sehr, sehr evident, auch auf der Opportunitätenseite. Zweiter Punkt, wenn wir jetzt investieren in dieser Opportunity-Phase, es ist trotzdem matchentscheidend, dass wir die Portfolien bottom-up, wie man sagt, anschauen. Sie können Portfolien im Private Equity, würde ich sagen, dritteln, mehr oder weniger, aus unserer Erfahrung, aus unserem Monitoring. Also ein Drittel ist sehr stark betroffen. Denken Sie da gerade auch in Deutschland an Maschinenbau und Automotive und exportorientierte Themen oder auch sprechen nicht mal von Hotellerie und Restauration etc. Also ja, ein Drittel, würde ich sagen, ist da sehr stark betroffen. Ein Drittel der Portfolien ist irgendwo medium, mittel betroffen, ja. Und ein Drittel aber gibt es, die sind entweder sehr neutral oder sogar Profiteure. Ja. Also wenn Sie an Businesses denken im E-Commerce-Bereich, da gibt es jetzt sehr boomende Themen, sie kaufen wahrscheinlich vermehrt gewisse Sachen über E-Commerce, sei es, keine Ahnung, Tiernahrungsmittel für ihren Hund oder was auch immer, da gibt es sehr boomende Themen, oder auch, wir sehen zum Beispiel Software-Themen, die die Situation momentan unterstützen, wir sind zum Beispiel in eine Softwarefirma investiert, die hat eine Softwarelösung für Homeoffice, wie organisiere ich mein Homeoffice etc., das sind natürlich Themen, die sogar gewinnen. Ja. Jetzt hier für uns wichtig, wir müssen bottom-up das anschauen, wir präferieren dann die resilienten Themen, die defensiven Portfolien eindeutig, auch wenn der Abschlag da weniger sein dürfte, logischerweise, als bei den hochzyklischen Themen, die höher Sehr schade, der Herr Dr. Böller ist leider wieder verschwunden. Ich hoffe, er wählt sich wieder ein. Dann hören wir ihn gleich wieder. So, wir haben inzwischen auch die ersten Fragen bekommen. Auf die werden wir dann gleich eingehen noch. Und mal gucken, wenn jetzt durch diese Unterbrechung eben bei Ihnen noch Fragen offen sind, wie gesagt, Sie können den Dr. Böhler sonst auch gerne direkt ansprechen. Das
ist vielleicht sinnvoll, aber wir schauen mal jetzt, dass wir noch möglichst viele Fragen abdecken können. Ja, ich hatte vorhin angefangen, über die Alternative Investor Conference im nächsten Jahr zu sprechen. Vielleicht mache ich das jetzt noch, bis der Herr Dr. Böhler wieder da ist. Also merken Sie sich vielleicht in Ihren Kalendern gerne alle schon den 27. und 28. April vor. Die Konferenz findet wieder in Frankfurt statt, so wie in den letzten Jahren auch. Und auch wie sonst wird es wieder einen Investoren-Workshop geben von Investoren für Investoren. Es wird wieder ein Investoren-Dinner geben. Wir haben bereits auch Referenten aus dem Investorenkreise. Aber natürlich werden wir auch viele andere interessante Referenten haben. Wir wollen uns jetzt schon sehen. So, Herr Böhler. Ja, hallo, ich bin zurück. Nochmals ein Telefonausfall. Tut mir leid, ich bin leid. Ganz komisch heute hier mit dem Telefon. Ich glaube, wir waren beim Fazit, der letzte Punkt, Preisgestaltung, eben, also wir, preislich, immer Vorsicht, das ist klar, Sie haben es jetzt gesehen, jetzt ist es sehr eine technische Sache, je nach Referenzdatum, wichtiger Punkt auch für uns, Leverage bei unseren kleineren Transaktionen vom Segment her ist weniger ein Thema, auch nicht nötig und das sind auch andere Dealarten offensichtlich, größere Transaktionen, die auch hier mit Leverage operieren. Voilà, das wäre eigentlich jetzt noch abschließendes Fazit gewesen. Ich glaube, sofern meine Telefonleitung hält, hätten wir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, auch Fragen zu beantworten. Ja, Herr Dr. Böhler, zunächst vielen Dank, dass Sie trotz dieser Widrigkeiten hier diese Präsentation vollendet haben. Ich möchte noch mal zunächst eine Frage stellen, weil Sie weg waren auf einer Folie, wo es gerade richtig spannend war, nämlich es ging um die Unterschiede, die wir jetzt erleben bei Secondaries im Vergleich zur Finanzkrise 2007-2008. Da waren Sie dann auf einmal weg. Ich glaube, da waren wir nicht so ganz. Können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, wo Sie jetzt die wesentlichen Unterschiede sehen zu der CFC? Ja, klar, sehr gerne. Also Sie haben Seite 10, haben Sie diese Übersicht nochmal. Also ich denke, verkäuferseitig ist sicher anders. Finanzkrise war primär eine Bankenkrise auch. Damals hatten Banken selber auch noch viel Private Equity auf den Büchern, dass sie dann in den Jahren 09, 10 auch mehr oder weniger dringend loswerden mussten. Ja, also das war ein starker Treiber der Volumen nach der Krise. Und das ist heute nicht mehr. Also Banken haben da ausverkauft größtenteils. Diesen Treiber gibt es nicht mehr, aber das war sehr stark auch ein Preistreiber gegen unten. Deshalb auch die Aussage, dass die Preisreduktion wohl nicht so stark sein wird. Dann haben wir auf der Käuferseite, würde ich sagen, eben heute einen viel weiteren Markt, also viel sophistizierter, viel mehr Dry Powder im Markt. Also im Nachhinein sind sich viele Käufer fast ein bisschen, haben sie das schade gefunden, dass sie nicht mehr investiert hatten. Heute haben wir viel Dry Powder im Markt. Da wird auch also käuferseitig, ist man mehr in der Lauerposition, wird da mehr investieren. Und dann drittens von den Arten von Deals im Vergleich zu vor der Finanzkrise, der GP-led-Markt, also GP-geführten Transaktionen, war damals natürlich auch noch fast nicht existent oder sehr unterentwickelt. Heute haben wir das Tool. Dieses Tool wird, so wie erwähnt, eigentlich dann vor allem auch als Support für bestehende Portfolien verwendet. Das war damals auch nicht wirklich gegeben. Ja. Okay, vielen Dank. Dann, Sie waren vorhin schon auf die Segmente eingegangen und sagten, dass eben die kleineren Segmente jetzt deutlich wendiger sind und es dort einen viel schnelleren Markt gibt als für Megatransaktionen. Hier war nochmal die Frage, wie Sie die Opportunitäten im kleinen Transaktionsbereich von 3 bis 10 Millionen einschätzen konkret. Ja, also das genau, also das
sehe ich eben zwei Themen, oder? Eben das eine, was ich eben schon angetönt habe, auf der Zeitachse. Ich glaube, dieses Segment ist jetzt schon da, konkret in den Pipelines. Wir sehen das ganz konkret jetzt, weil, wenn Sie auf dieses größte Segment, das Sie ansprechen, das sind auch eher opportunistische, schnell agierende Verkäufer, kleinere Verkäufer, das sind vielleicht Family Offices etc., kurze Entscheidungswege haben. Wenn Sie ein großes Portfolio heute verkaufen wollen, sehr institutionell etc., dann haben Sie ja lange Entscheidungswege und Sie brauchen Visibilität, Sie wollen Gewissheit haben, auch als Verkäufer, was ist jetzt der effektiv angepasste Wert in dem Portfolio, in meinen Büchern, also die werden zuwarten bis Q2, wenn nicht gar Q3, kleinere, agilere Verkäufer sind opportunistischer, die wissen, dass sie per Q4 einen hohen Discount akzeptieren müssen werden, aber die sind auch bereit dazu und die sind auch bereit dazu, vielleicht einen strukturierten Deal zu machen, wo man sagt, das sind die jetzt zum Beispiel mit gewissen Leuten am Schauen, man geht für einen relativ tiefen Preis hinein, aber macht zum Beispiel einen Earnout oder gewisse andere simple Strukturen, wo das die Bewertungsunsicherheit gegenseitig abgefedert wird. Und dann, gerade auch wenn Sie diese GP-geführten Transaktionen anschauen, Support von existierenden Portfolien, da sehen wir auch diese schnellere Anpassung an die neuen Gegebenheiten, kleine Fonds, so zwischen 50 und 200 Millionen, die mit denen wir jetzt durch die Bandbreite im Gespräch sind, um eben solche Sidecars aufzustellen zum Beispiel oder Top-Up-Fonds. Auch da sind die Entscheidungswege, die Reaktionszeiten viel kürzer als im großen Segment, wenn Sie sehr große Fonds haben, die da sich ein bisschen träger sind, die vielleicht auch ein bisschen noch mehr Dry Powder haben oder andere Kapazitäten oder auch über Bankenfinanzierungen schneller dann zum Zug kommen können. Auch da ist einfach die Reaktionszeit jetzt viel, viel länger, ja. Wir haben jetzt von Ihnen mehrfach die Begriffe kürzer und schneller gehört mit Bezug auf diese kleineren Segmente. Können Sie das vielleicht mal konkretisieren? Wie lange dauert es denn, wenn Sie von einem GP oder LP etwas angeboten bekommen? Wie lange dauert das bis zur Umsetzung, bis es einen neuen Eigentümer gefunden hat dann? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich meine, standardmäßig würde ich sagen, so ein Investitionsprozess geht so, also wirklich vom Sourcing bis zur legalen Transaktion schon drei bis vier Monate, das wäre so der Standard. Wenn wir das verkürzen wollen oder müssen, kann man das wahrscheinlich auf 6 bis 8 Wochen runterstretchen. Es gibt aber auch Fälle, die sind bei uns ein Jahr in Bearbeitung, weil es x Themen dann noch gibt. Also alles in diesem Range würde ich sagen. Aber logisch, sobald Sie ein bisschen institutionell sind, was wir ja sicher auch sind, haben Sie natürlich auch Komitees, Sie haben Entscheidungsprozesse, Sie haben auch vor allem dann auf der Legal-, also ein großer Zeitverzögerer aus meiner Sicht ist immer auch die legalistische Seite der Transaktion, also bis dann alle Verträge unter Dach und Fach sind oder wenn Sie neue Strukturen aufsetzen müssen, wie wir es hier gezeigt haben, das braucht schon seine Zeit. Ja. Muss man auch nicht unterschätzen. Okay, dann habe ich noch mal eine Frage. Sie hatten eingangs diese Folie sehr am Anfang, das war, glaube ich, Folie 2 oder sowas, wo Sie Upstream- und Downstream-Transaktionen drauf hatten. Ja. Wenn wir da noch mal gerade hingehen, die mit allen teilen. Da war noch mal ein bisschen mehr die Frage, diese einzelnen Arten, die man dort sehen kann. Wie verbreitet sind die? Kann man da mal was zum Volumen auch sagen? Ja, stopp, da war sie, da. Kann man mal ungefähr sagen, Upstairs und Downstairs, wie volumensstark die sind oder gerade auch bei Downstairs, was da im Moment, Sie haben jetzt hier zwei Beispiele, Carve-Outs und Single Asset Funding, was da im Moment besonders geht, dass Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher kommentieren. Ja, sehr gerne. Also die Volumen, was wir statistisch heute kennen, kann man sagen, ganz klar, 19 war 70% Upstairs, also klassisches Fondsgeschäft. Und 30% in diesem strukturierten Bereich. Unten, wir hatten hinten dann eine Kurve, dieses Downstairs-Volumen ist extrem gewachsen. Das war wahrscheinlich bei 5 bis 10% vor 6, 7 Jahren, ist also extrem gewachsen. Das Wachstum da unten im unteren Bereich, wie auch angetönt, war zum Teil ein bisschen artifiziell getrieben, sage ich mal. Ja, also es gab viele Intermediäre, die im großen Bereich diese Fondsstrukturierungen oder auch Single Asset Continuation Funds
vorwärts getrieben haben. Es gab auch viel Geld, die das gesucht haben, ja. Also da gibt es ein bisschen jetzt mal einen Halt bei diesen Deals, die jetzt nicht so zwingend notwendig waren, ja. Eben deshalb sagen wir unten im Downstay-Bereich, was jetzt eminent wichtig ist und auch wirklich ein Need hat in der Krise, ist eben dieser Portfolio-Support. Also jegliche Strukturen, wo es darum geht, bestehende Portfolien, die vielleicht zwei, drei Firmen haben, die Liquiditätsbedarf haben, zu unterstützen. Und da sind dann eben die Strukturen ein bisschen anders. Das sieht man jetzt hier eigentlich nicht so. Aber man würde eher eine Art, zum Beispiel zum bestehenden Fonds einen sogenannten Sidecar hinstellen, also ein kleines Töpfchen neben dem bestehenden. Und das kleine Töpfchen koinvestiert dann ins bestehende Portfolio rein. Also gibt da ein bisschen frische Liquidität in die bestehende Struktur rein. Oder man nimmt den bestehenden Fonds und erhöht den ein bisschen gesamthaft. Oder, was wir hier sagen, Preferred Equity, kann auch eine Variante sein, dass man in den bestehenden Fonds eine Preferred Equity Linie reingibt und die dann verwendet werden kann, um das Portfolio weiter zu supporten. Ja. Jetzt ausblicken von dem Volumen her, wie gesagt, würde ich sagen, dass das untere Segment nach dem Peak letztes Jahr 30% plus jetzt eher wieder zurückgehen wird, vielleicht auf 15 bis 20%, weil eben diese großvolumigen eher ein bisschen nice to have Deals da, Restrukturierungen nicht mehr so en vogue sind die nächste Zeit. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass upstairs, dass wir da wieder vermehrt Volumen anteilig sein werden. Wir haben es gesagt, es gibt alle institutionellen Investoren, die in Private Equity sind heute mit Portfolio-Management-Themen beschäftigt, mit Rebalancings, mit Denominator-Effekten etc. Wir werden oben vor allem motivierte Portfolio-Manager sehen, die Portfolien umschichten. Eben, was wir noch nicht sehen oder auch was hoffentlich auch nicht sehen werden oben, sind die Stress-Sellers, weil eben die Banken, wie wir sie hatten vor 12 Jahren, die sind gar nicht mehr da, weil die haben ausverkauft, kann man sagen, die Mehrheit. Also ist die Verkäuferschaft da ein bisschen anders gelagert heute. Gut, ja, dann danke ich Ihnen für diese Ausführungen. Eine Frage zum Abschluss. Wenn institutionelle Investoren sich jetzt dem Thema Secondaries bei Private Equity verstärkt widmen möchten. Ich hatte anfangs diese Grafik auch, wo man sehen konnte, Buyout ist sehr stark und es gibt aber viele andere, die auch, die weniger stark sind, aber immerhin stattfinden. Wo sollte man richten, wo man primär reingeht? Buyout oder irgendwelche anderen Arten? Was wäre da Ihr Rat? Ja, sehr gute Frage. Also ich würde zwei Sachen bevorzugen. Das eine ist, ja, Buyout ist immer logischerweise stabiler irgendwo und reifer, aber im Buyout, wie gesagt, good by nature, wir bevorzugen hier das Small-Mid-Cap-Segment, weil es auch in Krisen stabiler ist, kann man sagen, und auch günstiger immer, oder, von den Multiples her. Und dann aber im Buyout-Segment auch, muss man jetzt heute schon sehr stark industriell auch hinschauen, wie sind diese Portfolien oder diese Assets von der Krise betroffen. Und da eindeutig bevorzugen wir defensive Themen, die sich eigentlich gut auch halten und gehalten haben über die Krise. Weil ich sage mal, wenn Sie zum Beispiel ein sehr industrielles, exportorientiertes Portfolio haben, das können Sie fast nicht einschätzen heute. Vielleicht kriegen Sie es für 40, 50, 60% Discount, aber who knows, in den nächsten 2 Jahren, wo die Exportmärkte hingehen, das würden wir eher sehr kritisch sehen. Und der zweite Bereich, den ich sehr spannend finde, ist das Segment Growth Financing, also nicht Early Stage Venture, aber Growth. Da gibt es super spannende Software-Themen, E-Commerce-Themen mit etablierten Geschäftsmodellen, die nach wie vor stark wachsen. Da schauen wir auch, wie sind diese von der Krise betroffen, wachsen die weiter und die brauchen aber auch Liquidität jetzt, oder? Also die brauchen Wachstumskapital nach wie vor und da gibt es auch einen großen Bedarf und wir haben sehr gute Opportunitäten auch in dem Bereich in der Pipeline. Sehr gut. Herr Dr. Böhler, unsere Zeit ist leider schon rum. Ich danke Ihnen sehr für diese ausführlichen Darstellungen. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt noch Fragen offen sind, dann denke ich, stehen Sie auch direkt zur Verfügung.
Ich danke allen Zuhörern und hoffe sehr, Sie bald wieder zu hören in einem unserer nächsten Webinare. Auf Wiederhören.